Sei schön drücken. Gut. Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir machen heute eine NMM-Stunde im Wald. Und zwar geht es um das Alter der Bäume. Das Alter des Baumes kann man anschauen, wenn man hier den Querschnitt nimmt. Das sind, wir sagen dem, die Jahresringe. Und wenn man die zählt, weiss man dann, wie alt der Baum ist. Also wir zählen den mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Also dieser Baum wäre 22 gewesen und er hat ihn gefällt. Die dunklen Ringe, die ihr seht, das sind die Jahresringe, also das zeigt der Winter an. Und die hellen, breiten Stellen, das ist der Sommer. Dann kann man hier bei diesen Bäumen noch weitere Sachen sehen. Und zwar bei dem hier seht ihr, dass es nicht ganz regelmäßig ist. Hier ist es viel dichter und das sagt man Buchs. Das ist bei diesen Bäumen, die auf einer Seite schwerer sind als auf die andere oder die im Wind stehen und durch das stärker und härter auf dieser Seite Holz machen. Und dann haben wir hier noch gerade etwas Spannendes. Dieser Baum, der war krank gewesen. Und zwar hat er Bewohner gehabt. Das sind typische Ameisenspuren. Also in diesem Baum haben Ameisen gelebt. Gut. Also, und jetzt wünsche ich euch viel Spass. Geht raus und geht mal Bäume zählen. Also das Alter der Bäume, meine ich. Tschüss zusammen!